Franziskus, und da bin ich ziemlich überzeugt, möchte eigentlich eine solidarische Kirche. Und zwar noch weiter gefasst eine Kirche des Volkes, da spricht er auch immer wieder aus. Im Spanischen ist ja Pobre und Pueblo sehr verwandt miteinander. Und ein Volk wird man eigentlich, indem man solidarisch miteinander lebt. Und solidarisch wird man, wenn man sich für die Armen einsetzt und dabei auch ärmer wird an materiellen Gütern, weil man aber weiß, dass ich dadurch beziehungsreicher werde. Und ich meine, ohne dass ich es genau weiß, dass der Papst das meint, werdet solidarischer, bildet wirklich ein Volk, wo jeder sich um jeden kümmert und sorgt, wo jeder will, dass es dem anderen gut geht, wo es das Gemeinwohl gibt, dann werdet ihr zwar materiell ärmer in diesem Ausgleich, aber zugleich werdet ihr auch alle reicher, ihr werdet besitzärmer und beziehungsreicher. Ja, eigentlich muss ich sagen, ich bin nicht arm. Ich habe ein Auto, ich kann auf einen Dienstwagen mit Chauffeur zurückgreifen. Ich wohne in einem Haus, das groß ist. Ich bin auch nach menschlichem Ermessen versorgt, bis ich sterbe. Es ist eigentlich alles geregelt, ich bin nicht arm. Arm fühle ich mich an Zeit und auch an Unabhängigkeit. Aber das habe ich freiwillig auch gewählt. Zeit setze ich ein, um das, was Jesus das Reich Gottes genannt hat, also Gerechtigkeit für die Menschen, Friede für die Menschen, Freude für die Menschen, und zwar hier in Deutschland, in unserer Erzdiözese, aber auch weltweit. Das tue ich, indem ich mit den Menschen spreche, auch indem ich verkündige, indem ich schreibe, indem ich bei Konferenzen dabei bin, indem ich reise, indem ich mich mit Politikern treffe, Statements abgebe und Artikel schreibe. Indem ich natürlich auch unsere Diözese leite, dass diese 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann nochmal 6.000 in der Caritas, dass die wirklich gut arbeiten für das Wohl der Menschen, hier wie dort. Und da bin ich auch arm. Aber diese Armut, die habe ich auch selber gewählt. Und ich möchte die auch leben, aber im Einsatz für die anderen. Und dieser Einsatz macht mich dann auch wieder reich.